Servus liebe Leute, heute sind wir wieder am Start. Heute reden wir über den Appenzeller Sennenhund. Die genaue Herkunft des Appenzeller Sennenhundes ist nicht bekannt. Es wird angenommen, dass er von römischen Kriegshunden abstammt, von den Römern auf ihren Weg durch die Schweiz. Obwohl bereits 1898 die ersten Rassenkennzeichen festgelegt wurden und 1906 ein Club zur Förderung und Reinzucht dieser Hunderasse gegründet wurde, hat sich bis heute in der Schweiz keine sehr große Verbreitung gefunden. Ja, sie gehören gegenwärtig sogar zu den gefährdeten Hunderassen. Der Appenzeller Sennenhund gehört zu den Bauernhunden, die vermutlich ebenso alt sind wie die Besiedlung der Schweiz. Die Hunde haben sich hier zusammen mit den einheimischen bauerischen Wirtschaftsformen entwickelt und sind zusammen mit ihren Leuten zu denen geworden, was die heute sind. Flink, schneidig, wendig und intelligent waren sie die idealen Hüter und Treiber des Viehs und unbestechliche Wächter. Die Bauern betrachten ihre Hunde immer noch unter dem Gesichtspunkt der Gebrauchstüchtigkeit und züchten weniger nach rassenbedingter Schönheit. Der gut proportionierte Hund hat ein stockhaariges schwarzes Fell mit symmetrischen braunen und weißen Abzeichen, das leicht zu pflegen ist. Eine Havanna-braune Grundfarbe des Felles ist ebenfalls erlaubt. Die Rüden können 52 bis 56 cm groß werden und 28 bis 35 Kilo wiegen. Die Hündinnen werden 50 bis 54 cm groß und wiegen 20 bis 25 Kilo. Der Appenzeller Sennenhund ist zum Hüten und Treiben von Rindern geeignet, kennt jedes Tier seine Herde und ist damit seinen Verwandten, den Eltenbucher Sennenhund, ähnlich. Dieser mutige und flinke Hund kann bis zu 200 verstreuende Tiere auf weitem Gebiet zusammentreiben. Er ist wetterhart, intelligent und wachsam, somit ein guter Schutzhund und auch als Lawinenhund geeignet. Es werden in der letzten Zeit auch vermehrt mit großem Erfolg Appenzeller Sennenhunde als Blindhunde ausgebildet und eingesetzt. Der Appenzeller Sennenhund ist ein Tier, das sich vollkommen ungeküstet zeigt. Seinen Herren und seiner Familie ist er sein Leben lang treu. Bei der Anschaffung eines solchen Hundes sollte man daran denken, dass er eigentlich immer eine Beschäftigung braucht und Freiheit und Bewegung liebt. Das Zusammenleben mit einem Appenzeller Sennenhund ist unkompliziert, aber richtig artgerecht eigentlich nur auf dem Lande möglich. Er versteht sich hervorragend mit Kindern und meist gut mit anderen Hunden. Als aufmerksamer Wächter bellt der Appenzeller Sennenhund gern und lautstark. Allerdings ist er kein üblicher Klaffer. Sein helles Organ ist für seine Rasse markant. Er hat eine gute Auffassungsgabe, ist sehr lernwillig und fähig und beherrscht es, schnell gehorsam zu werden, wenn man es richtig anlegt. Die Erziehung des Appenzellers ist wegen seiner guten Einführungsvermögens, was Mimiken und Gestiken seines Herrn angeht, sehr unkompliziert. Konsequenz ist aber sehr erforderlich. Und jetzt eine kleine Kurzfassung. Der Appenzeller Sennenhund ist eine Hunderasse aus der Schweiz. Er wird zwischen 48 und 58 cm groß, also ein mittelgroßer Hund. Gewicht liegt zwischen 25 und 32 Kilo. Er wird bis 13 Jahre alt. Er wird als Schutzhund und Begleithund benutzt. Er braucht wenig Pflege, er braucht viel Auslauf und ist ein sehr guter Wachhund. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare und ich werde sie in dem nächsten Video beantworten. Und das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal. Servus,